Hallo, Freunde! Willkommen, ja. Willkommen, Moin. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe GameStorming. GameStorming Nummer 8. Nummer 8. Alter, seit 8 Wochen. Ja, obwohl, 9 Wochen. Eine Woche musste ausfallen. Nein. Seit 9 Wochen machen wir das jetzt hier. Seit über 2 Monaten. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Krass. Mein Name ist Maxi. Das da drüben ist der saftige, der leckere Doms. Ja. Kann man nicht anders sagen. Aber bitte nicht an mir knabbern, ich finde das nicht so ganz okay. Wie wir gerade schon festgestellt haben, der reiche Doms, der reiche Herr, der Sir, mit seinen Holzbrettern im Hintergrund, Holz wird ja immer teurer als Rohstoff. Und dann postet er einfach mit seinen großen Holztüren da im Hintergrund. Das ist wirklich unfassbar, unfassbar. Ich meine ganz ehrlich, wer kann, der hat. Das ist einfach so. RGB, Nanoleaf, Aurora, alles Bullshit im Hintergrund. Dieses ganze Gepose. Ja. Holzbretter, Alter. Holzbretter sind die neue Rolex. Eben, das wird eben hier tatsächlich demnächst zum Trend. Ja. Weißt du, jeder hat eine Submariner und so einen Scheiß, aber ganz ehrlich, du musst Holzbretter im Hintergrund haben. Das ist der heiße Scheiß. Lasst es euch von Experten wie uns sehen. Oh man. Oh nein! Mucki hat beim letzten Mal, das muss ich kurz erzählen, er hat beim letzten Mal gesehen, dass wir Dinge gesagt haben, ja, mit, was soll ich sagen? Na, wo ist denn mein... Sag mal! Wo ist denn mein... Da ist es. So, ja, wir haben beim letzten Mal mit Balken gesprochen und wir haben Aussagen getroffen über Muckis Gang. Und, wir wurden entlarvt, kann ich nicht anders sagen. Er hat jetzt gesehen, wie wir wirklich aussehen. Das war natürlich sehr unvernünftig, aber... Scheiße. Das ist okay, denke ich. Nein, was ist GameStorming? Bevor wir jetzt noch weiter hier rumquatschen, GameStorming ist eine Sendung, in der wir über Games brainstormen, die wir uns im Laufe einer Woche vorgenommen haben, für die nächste Woche zu spielen. Im Idealfall kommen diese Vorschläge natürlich von euch. Nächste Woche ist sogar das erste Mal ein Vorschlag, der von euch kam, dabei. Bisher haben wir uns die immer selber ausgesucht, was ja auch nicht schlimm ist. Und dieses Mal habe ich es mir ausgesucht, ein Spiel, das ich damals in einer Computerzeitschrift hatte. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Irgendeine war das. Und da war dieses Spiel drin. Und ich fand es sehr gut. Ich spiele es auch bis heute immer noch gelegentlich. Manche würden sagen, es ist eine Heroes of Might and Magic 3 Nachmache. Aber das ist mir völlig egal. Ich finde es gut. Nämlich Disciples Sacred Lands. Ein, rundenbasiertes Strategie-Game, das für seine Zeit, für 1999, finde ich sehr schön ist, weil es immer noch, und das ist ein Punkt, den ich immer wieder bringe, weil es auf 2D-Grafik legt, auf vernünftige Sprites, auf schöne Zeichnungen und dadurch einfach der frühen 3D-Ära in Sachen Alterung einfach Längen voraus ist. Es sieht halt bis heute immer noch schön aus. Klar, die Auflösung ist gering, bla bla bla. Aber es ist trotzdem immer noch schön. Und das ist wirklich etwas, was dieses Spiel für mich sehr gut macht. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Doms, du kanntest es ja vorher noch gar nicht. Ich habe es dir jetzt einfach letzte Woche mal geschickt, habe gesagt, hier, Spiel, Buckliger, Spiel. Was sagst du? Ja gut, ich habe anfangs tatsächlich erstmal kurz Probleme gehabt, weil ich hatte das Spiel gestartet und es war komplett blutrot. Also ich habe die ganzen Sachen nicht erkannt, aber das hat sich relativ schnell aufgelöst, nachdem ich das Spiel ein zweites, drittes Mal gestartet habe. Ich habe den Fehler, denke ich mal, gemacht, dass ich direkt in die Saga reingegangen bin. Wenn ich jetzt eine Quest gemacht hätte ich das Tutorial gesehen. aber es hat mich sehr, sehr stark an, wie du sagst, Heroes of Might and Magic erinnert. Das habe ich als Kind nämlich damals gespielt. Ich nämlich gar nicht, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Aber es ist gut, dass du da dann was zu sagen hast. Dann können wir nämlich möglicherweise Gemeinsamkeiten, also je nachdem, wie gut du dich erinnerst, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede feststellen. es ist halt ziemlich lange her, muss ich sagen. Also ich habe sehr viel Zeit investiert in das Spiel und fand es auch sehr schön. Und deswegen hatte ich erst, also ich habe kurz Probleme gehabt mit diesem Spiel, aber, also mit dem jetzt, was wir gespielt haben, aber bin dann doch schon wieder gut reingekommen, weil ich mir dachte, ah, okay, das hat schon seine Parallelen und ich find's gut. Also Heroes sieht natürlich ein bisschen besser aus, aber
völlig egal. Ich fand's sehr, sehr gut. Soweit. Findest du, Heroes sieht besser aus? Also, wie gesagt, ich habe Heroes nicht gespielt, Heroes 3. Was halt, also, ich nenne jetzt Heroes 3, weil das halt im selben Jahr rauskam, auch 99. Aber ich finde, das sieht halt schon wieder sehr veraltet aus im Gegensatz zu Disciples. Weil für mich macht halt Disciples vor allem der Reiz aus, dass da sehr, sehr, sehr coole Zeichnungen einfach drin sind. Also man sieht das ja jetzt gerade hier zwischen uns, dass da ab und zu auch mal Kämpfe stattfinden und da hat man dann in der Mitte so eine ganz rudimentäre, ja, 3D-Darstellung der Figuren, wie sie kämpfen. Das ist aber vollkommen egal, das sehe ich gar nicht, das nehme ich gar nicht wahr. Ich gucke eigentlich immer nur auf diese Porträts und ich finde die Artworks in diesem Spiel sind halt einfach super, super geil. Ich gucke mir die gerne an. Ich mag das Spiel dafür, wie es halt aussieht. Diesen Look finde ich sehr schön. Es ist sehr stimmig, passt alles irgendwie zusammen. Die Musik passt da einfach perfekt zu diesem Look. Und das macht für mich halt aus. Und das finde ich in dem, was ich jetzt von Heroes 3 gesehen habe, also da empfinde ich das irgendwie so gar nicht. Das wirkt für mich alles irgendwie sehr, ich weiß nicht, das ist so, als würde man damals Siedler 2 irgendwie nochmal reinschmeißen. Mhm. Also das sieht einfach veraltet aus, finde ich, im Gegensatz hierzu. Aber wie gesagt, ich habe es ja selber nicht gespielt. Sieht ein wenig aus wie Icewind Dale. Das stimmt, das kann ich so bestätigen. Stimmt, der Look ist ähnlich. Da ist was dran. Ich weiß gerade gar nicht, ob Icewind Dale vielleicht sogar aus dem gleichen Studio kommt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wäre aber jetzt mal interessant. Werde ich später mal nachgucken. Aber wie viel hast du dann jetzt tatsächlich gespielt? Du sprachst ja schon die Saga an. Das sind halt die Stories, die es halt für jede der vier Fraktionen gibt. Die bestehen dann aus 3 oder 4 Missionen jeweils und dann sind die auch schon wieder durch. Aber es gibt eben auch diese Quests, die quasi einfach Einzelmissionen sind. Und ich weiß ja nicht, wie viel du da jetzt dann tatsächlich geschafft hast in der Woche. Also ich habe jetzt, ja wie gesagt, bei der Quest habe ich ein paar Stunden, bei der Saga habe ich ein paar Stunden investiert, aber da bin ich relativ schnell an so einen Punkt gekommen, wo ich eigentlich immer nur reagiert habe auf Aktionen. Also ich war dann halt, ich habe offensichtlich von Anfang an einfach Mist gebaut. Dann habe ich heute nochmal gesagt, ich probiere die Quests aus, weil die ja ein bisschen schneller gehen. Und ja, habe da gesehen, oh, da ist ein Tutorial. Ja, hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen. Wobei man natürlich auch relativ schnell hinter das Spielprinzip kommt. Aber trotzdem war ich mir bei der Saga nicht ganz sicher, was soll ich denn da eigentlich am besten machen? Also es gibt ja bei Strategiespielen hast du ja relativ schnell, weißt du, welche Grundsachen du anfangs machen musst. Dass du im frühen Game Bescheid weißt, wie du weitermachen kannst. Ja. Und fürs Late-Game oder Mid-Game halt Größe bist. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Und war deswegen halt immer so, ich habe halt einen Trupp losgeschickt und mein Land wurde immer mehr und mehr eingenommen. Und ja, das hat mich eigentlich, wie gesagt, dann eben nur zu der Reaktion gebracht, dass ich da halt nichts mehr machen konnte. Ja, genau, das ist was ich häufig gelesen habe, dass das ein Unterschied wäre zwischen Heroes 3 und Disciples. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber in Disciples ist es halt so, dass einfach nur viele Ressourcen und quasi Land für dich zu haben, dir gar nicht so viel bringt, weil jede einzelne Einheit, die du irgendwo einsetzt, levelt, sammelt Erfahrungspunkte und levelt hoch. Das heißt, wenn du neue Einheiten rekrutierst, dann sind das halt immer die Grundeinheiten quasi. Und wenn du dir jetzt die ganze Zeit nur einen super starken Trupp anzüchtest und der wird kaputt gemacht im Late Game, dann hast du halt verkackt quasi. Dann kannst du noch so viele Trupps erstellen und irgendwie auf den Gegner zurennen. Wenn der dir einfach heftig überlevelt ist, dann hast du keine Chance mehr. So, das heißt, das ist eine ganz andere Dynamik irgendwie, dass halt, dass eben nicht einfach nur das Sammeln von Ressourcen und das Ausbreiten reicht und eben, ne, das Anhäufen von Trupps oder Stacks, sondern, du musst halt einfach schon zusehen, dass du die auch vernünftig hochgrindest. Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Sache. Ich mag aber auch ganz gerne die Maps, die Modi, wo die Kombination daraus wichtig ist. Also, es gibt ja eben verschiedene Ziele, mit denen man so ein Level vervollständigen kann, beenden kann. Das kann halt sein, erobere ein Gebäude oder erobere eine Stadt. Ne, das gibt's ja auch, um dein Land quasi zu erweitern. Kannst du eben Städte sammeln und in jedem Zug erweitert sich dann halt dein Land, so in jeder Runde. Und das sehen wir jetzt gerade zum Beispiel zwischen uns, dieser verbrannte Boden. Das ist eben das Land, das was dieser verdammten Legion gehört.
So. Und alles, was dann eben davon betroffen ist, irgendwelche Goldvorkommen oder so, das wird dann eben zu deinem Einkommen. So funktioniert eben dieses Territorium. Und dann gibt es aber auch die Maps, wo es eben darum geht, einen gewissen Prozentteil der Map einzunehmen. Und das sind die, die mir am meisten Spaß machen, weil da kommt es wirklich drauf an, dass du sinnvoll dein Land erweiterst, dass du sinnvoll Städte einnimmst und die auch hältst und dass du wirklich alle Gegner irgendwie weit genug weghältst, dass die bloß nicht rankommen. Das, finde ich, sind irgendwie so die geilsten Modi. Und ich weiß gar nicht, wir haben ja jetzt die Good Old Games Version. Es ist ein Map-Editor in dem Spiel mit drin. Und den fand ich immer richtig geil. Das heißt, man hat gar nicht so unheimlich viele Möglichkeiten, wenn man das Spiel jetzt einfach installiert, zu spielen. So, wenn man das einfach 2-3 Wochen lang wirklich spielt, dann hat man eigentlich alles gesehen. Aber wir haben das halt damals gemacht, wir haben uns selber unsere Maps erstellt, dann kannst du halt auch wirklich Storylines mit einbauen und so, von wegen, wenn du die Stadt einnimmst, dann kommt irgendwie eine Textbox von irgendeiner Figur quasi und die erzählt dir dann erstmal was und dann hast du wieder dein nächstes Ziel, bla bla bla. Und dann haben wir uns da einfach gegenseitig unsere Level gebaut und hin und her gereicht auf nicht USB-Sticks, das hatten wir nicht, aber auf unseren MP3-Playern, auf unseren 256 MB MP3-Playern uns an die Maps hin und her gereicht. Ja gut, sowas haben wir nicht gemacht. Also ich habe, wie gesagt, damals Heroes gespielt und das haben wir halt damals noch in diesem engen kleinen Kinderzimmer gespielt, wo der Rechner drin stand bei einem Kumpel. Und ich weiß, dass wir da sehr viele Stunden tatsächlich investiert haben und wir haben das halt immer wieder abwechselnd gemacht. Also irgendwie jeder hat eine Runde gespielt und so haben wir dann halt immer zusammen die Maps und die Missionen gespielt. Und ich weiß gar nicht, also ich habe das zumindest so in meiner Erinnerung. Vielleicht ist es auch irgendwie verschwommen mit irgendwas anderem, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da gab es, also vom Soundtrack her mal irgendwie so ein, ich glaube, es war ein Mönch oder so, der mal so ganz, ganz komisch gesungen hat und das hat sich so eingeprägt bei mir. Vielleicht ist es aus einem anderen Spiel, aber ich habe es immer im Zusammenhang mit Heroes of Might and Magic. Und das ist halt immer so lustig gewesen, weil wir uns echt immer ziemlich drüber lustig gemacht und fanden das halt immer auch sehr episch. Das habe ich aber auch in diesem Spiel gehabt. Das war so ein Sound. Ich weiß nicht, ob der überall vorkommt, weil ich habe überwiegend die Zwerge gespielt. Mhm. Da war das immer so, da gab es so diesen Moment da, das war irgendwie so ein Saxophon. Da war dieses irgendwie und dann kam okay. Irgendwie, ich weiß gar nicht, jemand hat reingesprochen und dann kam wieder dieser Sound. Das war irgendwie so, ich fand, das war so komplett raus aus allem. Okay. Hat irgendwie gar nicht reingepasst und ich war mal ein bisschen irritiert, wenn ich das gehört habe. Aber irgendwann hat sich das so eingeprägt, dass das ist mir so im Kopf geblieben. Nee, da weiß ich jetzt gerade nicht, welchen Sound du genau meinst. Aber ja, logisch, klar. Es gibt halt einfach Sounds, die brennen sich ins Gehirn ein. Ich sag nur Vololo. Ja. Ja. Also, der Age of Empires Priester, der ist ja wohl, ne? Es gibt einfach so Sounds. Du sprachst gerade schon an die Zwerge. Also, wir haben halt vier Fraktionen, die wir in dem Spiel spielen können, die eben nicht nur unterschiedlich aussehen, sondern eben auch unterschiedliche Eigenschaften mit sich mitbringen, ne? Eben diese Berg-Clans heißen die, also die Zwerge im Endeffekt, die sind in der Regel zu Fuß unterwegs, die haben nicht so eine hohe Reichweite. Also, ne, in der die sich pro Zug bewegen können. Die brauchen mehr Erfahrungspunkte als die anderen. Ich weiß nicht, ob die sogar ein bisschen teurer sind, das weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall sind die halt zäh und auch stärker von Anfang an. So, ne, und das sind dann eben so Dynamiken. Oder die Verdammten, die wir jetzt gerade hier zwischen uns sehen. Da ist es so, dass die meisten Helden fliegen. Weil die Reichweite, die man hat, wird eben deutlich verringert, wenn man zum Beispiel über Wasser muss. Und wenn man einen fliegenden Helden hat, also einen Anführer eines Trupps, dann ist das egal, ob man über Wasser reist oder nicht. Und das sind dann eben so Dinge, die dann auch auf jeder Map unterschiedliche Situationen bilden. Also man kann halt durchaus, auch wenn man selber Maps erstellt, Dinge machen, dass zum Beispiel das eine eher die angreifende Fraktion ist und die andere fast schon eher verteidigend und so. Da kann man dann halt gucken, dass man die Eigenschaften der Fraktionen irgendwie passend einsetzt und die Map da drumherum baut. Finde ich ganz geil. Eine Siegbedingung, die es immer gibt, ist die Hauptstadt zu zerstören. Jede Fraktion hat eine Hauptstadt. Das Ding ist, ich weiß nicht, hast du mal versucht, eine Hauptstadt anzugreifen? Wenn es die Hauptstadt war, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, aber ich habe zumindest Städte angegriffen, ich habe es versucht.
Aber ich war halt irgendwie mal zu läppisch dafür. Ja. Also ich habe vieles versucht, aber irgendwie war das, ich habe irgendwie mal den Kürzeren gezogen. Die Hauptstädte sind halt wirklich sehr, sehr offensichtlich auch Hauptstädte. Also die, also dann wirst du keine Hauptstadt angegriffen haben. Aber es gibt in jeder Hauptstadt eine Verteidigungseinheit, die übermächtig ist. So, die reicht auch eigentlich. Normalerweise setzt man halt eine Stadtwache ein und man vergrößert die Städte, damit man eben mehr Wacheinheiten einsetzen kann und so. Und in der Hauptstadt hast du halt sofort alle 6 Slots, die man da halt hat, frei. Aber brauchst du gar nicht, weil diese eine Abwehreinheit, die kannst du auch nicht mitnehmen. Die bleibt immer in der Hauptstadt, die ist halt übermächtig. Die greift alle an und die macht halt einen riesen Arsch voll Schaden. Und normalerweise ist es ziemlich zwecklos, die anzugreifen. Aber wir haben das damals mal zu unserer Aufgabe gemacht, das doch mal zu schaffen. Und das geht besonders gut, wenn man die Untoten spielt. Da gibt es nämlich Einheiten, die können paralysieren. Also die haben die haben halt in ihrer Aktion, in jedem der rundenbasierten Kampfrunden, können die halt eine Einheit paralysieren. Und dann machst du halt einfach einen total übertriebenen Trupp mit 3 von diesen Paralysierviechern und du hoffst einfach, dass das klappt. Und wir haben immer wieder neu geladen, bis es da mal funktioniert hat. Halt immer wieder auszulösen, dass diese Einheit nicht angreift. Und dann haben wir es irgendwann auch tatsächlich geschafft, eine Hauptstadt einzunehmen. Ich weiß nicht, ob es mit anderen Konstellationen wirklich machbar ist überhaupt. Also, okay, mit ganz vielen Buffs und so weiter geht das bestimmt. Aber ist schon heftig. Ist schon heftig. Ich wollte nur mal flexen, dass ich es mal geschafft habe. Na gut, also in Anbetracht der Sache, dass es wohl so schwer ist. Aber ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Also, das Spiel muss ja irgendwie doch schon eine gewisse Fairness anbieten, ne? Also, dass man halt irgendwie auch als Casual Gamer das auch schaffen kann. Also, ich meine, ich fand das jetzt tatsächlich auch so, ich habe ja Heroes als Kind gespielt und habe das irgendwie doch schon hingekriegt. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin Intelligenzbolzen als Kind gewesen. Und deswegen, man hat aber trotzdem irgendwie solche Strategiespiele noch hingekriegt. Aber da jetzt hatte ich auch das Gefühl, okay, ich verstehe das Prinzip. Aber jetzt gehe ich natürlich ganz anders ran und denke mir, welche Einheiten soll ich bauen? Welchen quasi Anführer soll ich jetzt nehmen? Soll ich den Krieger nehmen? Soll ich jetzt einen nehmen, der irgendwie Länder sozusagen einnehmen kann? Oder jemand, oder ein Dieb oder so? Und deswegen denke ich mir, also eigentlich muss das Spiel mir doch irgendwie die Möglichkeit bieten, dass es trotzdem fair ist, weißt du? Ja, so, ja. Weil das klingt jetzt so quasi, ne, Hauptstadt ist nicht. Also Hauptstadt kannst du nur, wenn du so komplett overpowered bist und 1000 Spells hast. Sonst geht's nicht. Sonst kannst du vergessen. Ja, genau. Also da brauchst du eine heftige Strategie, aber das Ding ist, das ist ja nie die eine Siegbedingung. So. Das ist ja wirklich so ein, ja, viel Erfolg, vielleicht schaffst du es ja. So. Das ist dann ja eher wirklich so ein, extra Keks, den man quasi kriegt. Also man hat ja immer irgendein Ziel, was dann auch wirklich machbar ist. Man kann auf Maps, wo man nur einen Gegner hat, wenn man dann gegen die KI spielt, dann kann man sich natürlich irgendwie behelfen, einfach jede Menge Geld ransammeln und dann so lange also das geht auch nur bei einem Computergegner, so lange Geldgeschenke machen, bis man irgendwann Frieden hat und dann hat man quasi einfach immer seine Ruhe, so. Das kann man natürlich machen, dann nimmt man sich ein bisschen Spielspaß, aber worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, sind eben diese Anführer, die du ja schon meintest, diese Helden. Bei denen ist es so, die sind eigentlich in jeder Fraktion grundsätzlich erstmal mehr oder minder gleich. Es gibt halt immer den normalen Nahkampfkrieger, so. Es gibt immer den Fernkämpfer mit einem Ziel, ne, der dann quasi wie so ein Bogenschütze quasi ist, stellst du in die hintere Reihe. Die hintere Reihe wird von der vorderen geschützt, Überraschung. Und der greift dann eben immer eine Figur an oder es gibt eben Magier, die alle Gegner angreifen und so. Und das ist eigentlich immer dasselbe. Eine sehr interessante Einheit ist aber die, die hat auch nur ganz wenig Anführerqualitäten, also da kann man sehr wenige Einheiten nur mitgeben. Ich glaube, auf Level 1 sogar nur eine. Die kann aber Standarten setzen, also Flaggen im Endeffekt. Und das ist sehr, sehr nützlich. Da kannst du quasi einfach schön ins Gegnerterritorium gehen, wenn da irgendwo eine Goldmine ist, haust da deine Standarte drauf und diese Goldmine ist dann einfach deine. Und zwar so lange, bis der Gegner auch so eine Einheit macht und deine Standarte wegnimmt. So, und das kann man so richtig scheiße nutzen. Da kann man den Gegner einfach wirklich mit nerven bis zum geht nicht mehr. Wir haben das auch ein paar Mal über LAN gespielt, früher weiß ich noch. Und wir haben uns angeschrien von wegen, jetzt nimm doch mal deine scheiß Flaggen da weg. Es ist einfach wirklich, das ist wirklich so ein Wahnsinnigmacher. Und ich weiß nicht, hast du mit Dieben gearbeitet? Mit Dieben habe ich tatsächlich nicht gearbeitet, weil ich das, also ich habe auch gar nicht
eingesehen, sag ich mal, wofür. Ich habe aber mit den Standartentypen gearbeitet, mit dem Erkunder. Der hat ja eine ziemlich hohe Reichweite auch. Ja. Das Ding ist, wenn du es jetzt nicht irgendwie auf eine Mine oder auf so einen Runenstein, so einen Mana-Stein legst, sondern einfach nur random auf ein irgendwo hin halt. Ja. Dann, ja, ist das wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein. Es bringt erstmal nichts. Es breitet sich aber schon aus. Also es breitet sich ja schon mit jeder Runde aus. Doch, aber halt deutlich geringer als bei einer Stadt oder so. Aber nicht wenn du es im feindlichen Gebiet machst zumindest. Nee, da nicht, das genau. Das hab ich ja gemacht. Dann schrumpft es halt, ja. Achso, ja gut, klar, okay. Weil im feindlichen Gebiet hast du ja in der Regel dann eine gegnerische Stadt oder so. Und die breitet natürlich mehr aus. Da kommt dann am Ende nicht viel bei rum. Aber wenn du jetzt wirklich das Ziel hast, mach 50% der Map zu deinem Territorium, dann ist ja wirklich jeder kleine Landstrich, der nicht von der Stadt erreicht wird oder so, dann ja wirklich auch wertvoll. Und dann hat man irgendwann alles voll mit diesen Flaggen. Das ist schon ganz schön. Nee, aber Diebe finde ich sehr interessant. Die können halt unterschiedliche Dinge tun. Wenn du einen gegnerischen Trupp siehst, dann normalerweise kannst du alles mit einem Rechtsklick einfach anklicken und dann siehst du so eine Übersicht, was sind da überhaupt für Gegner oder so. Mhm. Wenn du aber einen gegnerischen Trupp hast, da steht dann nur der Name vom Anführer und Feind. So, du siehst nicht, was das ist. Das heißt, du kannst einen Dieb hinschicken und quasi infiltrieren. Das hat eine gewisse Prozentzahl, ob es funktioniert oder nicht. Du kannst aber auch versuchen, den Anführer zum Duell herauszufordern. Dann hast du so 1-1 gegen den gegnerischen Helden, was halt sinnvoll sein kann. Wenn du halt mit 4 Dieben hintereinander ankommst, kannst du halt mal so einen Anführer platt machen. Oder du kannst die Truppe vergiften. Und das ist halt besonders mies, weil dann kann die sich nur noch sehr langsam bewegen. Und das sind dann so Dinge, das ist dann schon so fortgeschrittenes Play, wenn man dann nicht mehr einfach nur versucht, stärker zu sein, sondern wirklich auch den Gegner so zu manipulieren und halt nicht nur durch irgendwelche Zauber, sondern wirklich auch mit Einheiten, die dann wirklich viel Geld kosten. Diebe sind teuer. Okay, ich sehe schon nicht, ich bin hier auf jeden Fall mit einem Pro-Gamer unterwegs. Ich habe das Spiel halt damals jahrelang immer wieder gespielt so und jetzt, ich glaube, vor anderthalb Jahren ungefähr habe ich es mal wieder gefunden, die CD. Aber ich habe kein Laufwerk mehr, also habe ich es mir nochmal bei Good Old Games geholt. Und seitdem spiele ich es wieder. Alle ein, zwei Wochen mal so ein Ründchen, doch. Nee, ich kann mir das auch vorstellen. Also ich finde das auch ziemlich cool. Also ich mag ja generell die Mechanik des Spiels. Also dass man halt eben diese verschiedenen Aspekte hat. Also du hast ja quasi, also es ist ja so aufgebaut, dass du hast deinen Trupp, der ist ja begrenzt. Und der ist auch begrenzt in der Bewegung. Das heißt, du musst halt immer überlegen, was machst du als nächstes? Du musst halt schon ein paar Schritte vorausdenken. Wo gehst du mit ihm hin? Dann hast du jetzt natürlich rundenbasiertes Kämpfen. Dann hast du deine Stadt, die du parallel noch mit aufbauen musst. Dann musst du da deine Einheit noch mit quasi rekrutieren. Du kannst Zauber erlernen währenddessen. Also es sind sehr viele Aspekte, die parallel passieren müssen. Die das Spielgeschehen finde ich schon sehr interessant machen und auch sehr individuell, was das angeht. Du kannst auch, wenn du Gegner erstmal eingewickelt hast und zu deinen Verbündeten gemacht hast, kannst du mit denen auch handeln. Also du kannst halt entweder Items hin und her handeln oder eben auch Zauber. Und da wird es dann wirklich interessant. Was ich aber gesehen habe, was Disciples nicht hat, was zum Beispiel Heroes 3 hat, ist, dass du wirklich ein fast schon Diablo-Style Inventar hast. Mit so einer Figur. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das tatsächlich ist. Ich habe halt nur in so einen Longplay mal reingeguckt. Aber auf jeden Fall habe ich da mehrere Ausrüstungsgegenstände gesehen. Von wegen, da ist was am Kopf, da ist was an den Schultern, an den Armen, an den Beinen und so weiter. Das hast du hier halt nicht. Also hier hat jeder Anführer 2 Hände so. Und dann gibt es halt unterschiedliche Dinge, die der tragen kann. Das sind dann Sachen, die mit Level-Ups lernen können. Also die können dann entweder Artefakte halten so oder halt einen Banner tragen oder so, das sind dann eben solche Dinge. Das ist bedeutend simpler in dem Spiel. Es ist auch gar nicht wirklich so super komplex, aber das macht nichts. Weil nichtsdestotrotz hat man genug Möglichkeiten, um jede Runde anders verlaufen zu lassen quasi. Mhm. Und das finde ich dann doch schon ganz schön. Ich merke gerade, ich habe aber bei dem Gameplay-Capturen gar nicht mitgenommen, wie ich eine Stadt erobere. Das ist ein bisschen schade. Na egal. Ich fand das bei den ganzen verschiedenen Items ein bisschen erstmal unübersichtlich, weil ich wusste jetzt halt nicht, wer kann welches Item haben oder wann kann ich die Items einsetzen. Dann habe ich angefangen, mir diesen Zaubererturm aufzubauen. Ja.
und konnte Zauber lernen. Und dann wusste ich, ah, okay, die Zauber kann ich also dann für Mana als Kosten, kann ich dann so oder so auf dem Feld wirken. Weil vorher, wenn du jetzt irgendwie ein verletztes Team hattest, dann musstest du in die Stadt zurück und musstest die da healen. Das geht aber nur, aber auch rund. Genau, das kostet Geld zu heilen. Je nachdem, ja, wie hoch die gelevelt sind, kosten Hitpoints auch mehr. Du kannst auch wiederbeleben in Städten. Das geht aber nur, wenn du in der Hauptstadt einen Tempel gebaut hast. Hast du das vergessen, kannst du in keiner Stadt Einheiten heilen. Aber je größer eine Stadt ist, wenn du dann halt einfach eine Einheit in der Stadt stehen lässt und den Zug beendest, dann wird die halt automatisch und kostenlos für einen gewissen Prozentsatz geheilt. Ich glaube, das Höchste in der Hauptstadt sind es, glaube ich, 25%, wenn ich mich nicht irre. Und wenn du eine normale Stadt voll ausgebaut hast, bist du, glaube ich, bei 20%. Wenn du aber kein Geld hast oder so oder keine Tränke oder irgendwas und du musst halt tatsächlich einfach irgendwie eine andere Stadt versuchen zu halten, dann ja, musst du halt irgendwie zusehen, ne? Da kannst du ja nicht einfach 5 Runden warten. Ich glaube, die Zwerge und die Menschen sind das, die einen Zauber haben, der Hitpoints heilt. Das gibt's, meine ich. Ja, ja, aber man kann nur pro Runde einmal zaubern. Außer, bevor du eine Runde startest, ein Spiel, kannst du dir aussuchen, was für ein Herrscher du sein willst. Also du kannst halt, ich glaube, ein Krieger sein. Dann hast du zum Beispiel, dass Truppen sowieso immer, ich glaube, 10% heilen pro Tag. Auch wenn die nicht in der Stadt sind, das ist halt ganz geil. Mhm. Aber deine Magie ist zu einem gewissen Teil beschränkt. Du kannst, glaube ich, die letzte eine oder ich glaube sogar die letzten 2 Stufen Magie gar nicht erst erlernen. Genau, bis Level 4 dann nur. Genau, bis Level 4 von 6, genau. Aber du kannst auch ein Magierlord sein. Dann ist Magie erlernen günstiger und ich glaube, du kannst 2-mal an einem Tag einen Zauber benutzen. Also es gibt schon Stellschrauben, die man verstellen kann hier und da. Und die Wahl, die man da trifft, hängt, also die beeinflusst halt auch, was man als ersten Helden einfach schon bekommt. Den ersten rekrutiert man halt nicht selber, der ist schon da. Genau, das hängt dann eben alles so damit zusammen. Ich weiß nicht, hast du irgendwie einen Favoriten gehabt? Gibt's etwas, wo du sagst, wenn ich die freie Wahl habe, nehme ich immer den? Boah, weiß ich nicht. Also ich bin da, dafür bin ich tatsächlich noch ein bisschen zu wenig in dem Spiel. Da müsste ich wirklich noch mehr Stunden rein investieren, weil ich bin da, wie gesagt, einfach so komplett blauäugig reingegangen. Dafür so Schwierigkeitsgrad machst du halt erstmal ein bisschen einfach, weil du musst erstmal reingucken. Dann hast du halt den Typen, ich habe ja keine Ahnung am Anfang, was ich da auswählen kann. Ja, klar, logisch. Woher? Also da müsste ich jetzt wirklich noch ein paar Runden alles mal spielen, um das zu sehen, weil ich habe für mich jetzt auch noch gar nicht ausgelotet, was für eine Taktik ich eigentlich hätte. Weil wie gesagt, ich habe jetzt wirklich das Problem gehabt, ich war eingekesselt, der Gegner hat mich nicht fertig gemacht, aber ich war halt immer wenig Kohle pro Tag bekommen. Einheiten sind down gegangen und ja, also das Positive, was ich dann halt dazu sagen kann, ist, dass wenn ich Gegnergruppen angegriffen habe, dann haben sie Leben verloren und das blieb auch so. Also es war nicht so, dass sie dann nach einem verlorenen Kampf regeneriert haben. Mhm. Das ist, finde ich, ziemlich fair. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass nach dem Kampf alles resettet ist quasi und entweder ist man tot oder nicht, sondern der Schaden bleibt stehen, wie gesagt, außer man hat natürlich diese Attribute von wegen Heilung, bla bla bla, das gibt's natürlich. Aber grundsätzlich, du kannst halt mit mehreren kleinen Trupps versuchen, einen starken Gegnertrupp down zu kriegen, aber irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man das einfach nicht mehr schafft, wo man dann wirklich nicht die Ressourcen hat, um da mit 6 kleinen Lobob-Trupps irgendwie auf einen größeren drauf zu hauen. Das lohnt sich dann einfach nicht. Die steigen ja im Level auf. Also wenn du verlierst, dann steigen die auch auf. Ja genau, also da kriegen die Erfahrungspunkte für, genau. Ich sehe gerade, finde ich ganz interessant, wie ich mir meinen ersten Trupp bei den Zwergen zusammengestellt habe. Und diese Einheit, die da jetzt gerade war, der Novize, das ist ein Buff. Also quasi ein Supporter, finde ich ganz interessant. Mhm. Die Menschen und die Zwerge haben das. Bei den Zwergen kann der einfach bei einer Einheit den Schaden erhöhen, was sehr nützlich sein kann. Bei den Menschen gibt es einen Heiler. Das ist sehr interessant. Das haben die anderen Fraktionen so nicht. Mhm. Und du kannst den halt ausbauen. Entweder heilt er dann eine Einheit stark am Ende von jeder Runde. Das heißt, auch wenn man einen Kampf gewonnen hat, hat man nochmal eine freie Heilung am Ende. Das ist sehr mächtig. Oder man kann den so hochleveln, dass der alle heilt. Dann aber halt nicht so viel. Das Problem ist, wenn man sich in dem Leveln für einen Zweig entschieden hat, das macht man halt in der Form, dass man in der Hauptstadt gewisse Gebäude baut. Wenn man sich für einen Zweig entschieden hat, kann man nicht mehr wieder zurück.
Das ist halt so das Ding. Und da gibt es dann eben verschiedene Entscheidungen, die man treffen kann, ne? Wie eben, will ich einen heilen, will ich alle heilen oder will ich eine Einheit, die sehr viel Schaden austeilt oder eine, die mehr einstecken kann und die vielleicht sogar eine Resistenz gegen bestimmte Elemente hat oder so. Das ist schon, das sind dann so die Dinge, da muss man dann gucken, in welcher Mission ist man gerade und vor allem, was hat man als Feind? Ne? Wenn man jetzt einen Feind hat, der sehr stark auf Magie setzt, da geht man dann schon anders ran, als wenn man einen hat, der mehr auf konventionellem Angriff ist. So. Und das ist dann halt auch eine sehr geile Sache, finde ich. Das macht mir dann Spaß. So, ich will nicht sagen, ich bin der große Stratege. Ich gehe immer auf Hauptsache viel Bums. Aber man könnte drüber nachdenken. Ja, klar, das ist ja das Gute an solchen Spielen, dass die halt so viele Variablen bieten, dass man halt sagt, okay, ich habe einen Spielstil und den kann ich umsetzen, den ich typischerweise in allen Strategiespielen nutze. Oder ich sag mal, ich habe jetzt Bock auf was ganz anderes. Ich gehe Richtung Magie, ich gehe Richtung Schaden, ich gehe Richtung Heal. Das finde ich halt wirklich gut. Und das hat mich auch sehr überrascht, dass das mit diesem letzten Heal, also wenn der Gegner schon besiegt ist und du den letzten Heal machen kannst, dann habe ich mir auch so, ui, das ist ja nett. Das ist ein ziemlich heftiger Luxus. Das ist ein heftiger Luxus, aber dafür sind die ganzen Einheiten der Menschen, also des Reiches von The Empire, sind aber auch generell ein bisschen schwächer. Das ist halt dann so der Trade, den man in Kauf nehmen muss. Also wirklich heftige Tank-Einheiten hast du da eigentlich nicht. Das ist so das Ding. Menschen sind dann eher so die Drecksäcke. Die können sich heilen und vor allem hast du die Möglichkeit, sehr schnell, gerade so im Early- und Mid-Game, sehr starke Bogenschützen auszubilden, die dann einfach deine hintere Reihe wegballern. Also die sind dann so ein bisschen mehr auf der tricky Seite, während zum Beispiel die Untoten einfach mehr auf Tank gehen. So. Muss man dann halt gucken. Das sind aber Sachen, die merkt man ganz von selber. Die merkt man ganz von selber, wenn man einfach ein bisschen spielt. Ich würde es jedem empfehlen und ans Herz legen. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, was das kostet bei Good Old Games. Weiß ich nicht, 6-7 Euro oder so, glaube ich. Ein paar Euro. Wirklich nicht viel. So. Ich habe es gespielt. Das, was wir hier in der Mitte zwischen uns sehen, da ist ein Patch installiert mit dem OpenGL-Renderer, ne, dass man das Fenster auch, wenn man will, vergrößern kann, ohne dass man die Auflösung verändern muss und so. Und das läuft auch ein bisschen schneller, ein bisschen flüssiger, mehr Frames die Sekunde und so. Das sind halt so Sachen, die findet man ohne Probleme, wenn man einfach mal googelt so. Und das läuft dann auch. Und würde ich wirklich jedem ans Herz legen, der ein bisschen was für rundenbasierte Strategie über hat. Ich weiß nicht. Würdest du sagen, nein, spielt lieber Heroes? Ich meine, spielt beides. Videospiele, spielen, yay! Ja. Genau, also da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie Partei ergreifen für irgendein Spiel. Lieber nicht. Spiel. Was ich Interessantes gelesen habe, also mir hat das Spiel auch gefallen. Also sag ich mal, wie es ist. Da freue ich mich. Das Interessanteste, was ich gelesen habe, irgendwer hat den irgendwie einen Award gegeben, the non-played Game of the Year. Quasi, ah ja, genau. Der Preis heißt im Endeffekt das beste Spiel, das du nie gespielt hast. So. Genau, weil alle auf Heroes gegangen sind und das Spiel halt weniger Beachtung bekommen hat. So. Best Game You Never Played. Fand ich ziemlich zum Schmunzeln. Nee, aber ich kann das Spiel empfehlen, ich kann Heroes empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Serie empfehlen kann, tatsächlich. Da streiten sich die Geister ja auch. Ich hab Disciples 2 habe ich mir mal gekauft. Da fand ich zum Beispiel cool, da ist es so, am Ende einer Runde, also wenn alle Spieler dran waren, dann ist quasi auch nochmal die NPC-Fraktion dran. So, das heißt, die ganzen neutralen Mobs, die einfach rumstehen in diesem Spiel, bewegen sich da halt teilweise auch nochmal. Das fand ich cool, aber ich fand es sehr unübersichtlich so, weil da wurde dann auch der Versuch, zur 3D-Grafik zu gehen, vorgenommen und das war dann halt einfach nicht mehr so schön. Ja, also das Spiel hat mich recht schnell verloren und den Dreier, ich weiß nicht mehr warum, ich habe mir das irgendwann mal gekauft und hab das eine halbe Stunde gespielt und hab gesagt, ne. Dann hab ich mir den ersten, nämlich bei Good Old Games, wieder gekauft. Genau so war das. Also, reingucken kann man da definitiv mal. Vielleicht findet man da eher so sein Calling. Aber ich empfehle, wenn man Bock drauf hat, wirklich den ersten Teil. Der ist so grundsolide und einfach durch die schönen Zeichnungen ist es einfach ein schönes Spiel, finde ich. Die Musik ist geil, also kann ich nur empfehlen. Ja. Genau, also ich gehe mal auch davon aus, dass bei Heroes es ungefähr genauso ist, dass es dann irgendwann sagt, okay, das ist nicht mehr mein Heroes. Ja, genau, wahrscheinlich.
Und ich wüsste jetzt spontan auch gar nicht, ob es irgendwie ein zeitgenössisches Spiel gibt, das so ähnlich ist. Also es gibt ja rundenbasierte Spiele, die ähnlich sind, aber ich glaube gar nicht so. Also ich will mich jetzt bitte nicht drauf festnageln. Also klar, ne? XCOM und so, rundenbasiertes Zeug, Fire Emblem und sowas, klar. Aber welche, die halt auch diese RPG-Elemente reinbringen und halt wirklich nicht jetzt einfach von wegen, okay, dein ganzer Trupp levelt einfach auf, so, dann hast du halt einen Level 2 Trupp, Level 3 Trupp, sondern wirklich jede einzelne Einheit kann gebufft werden, debufft werden, levelt, bla bla bla. Das wüsste ich jetzt gerade so nicht, nee. Genau, und deswegen würde ich sagen, bitte spielt es, weil das ist ein Vorreiter für alles. Also wenn ich mir das angucke, dann, jetzt haben wir ja den Kampf, da habe ich zum Beispiel auch direkt so an sowas wie Shakes and Fidgets gedacht, tatsächlich. Mhm. Ja, stimmt. Shakes and Fidget, so, ist logischerweise später aufgetaucht, auch ein sehr lustiges Browser-Game gewesen. Mhm. Und direkt hast du dann solche Flashbacks, so, denkst du, cool. Also da weißt du ungefähr, wo alles herkommt, so, ne? Das sind so die Grundlagen für sehr, sehr viele interessante Funktionen und Gimmicks, die es in Spielen gibt. Und deswegen finde ich, so den Ursprung von solchen Sachen sollte man sich einfach angucken. Also es ist zwar alt, aber es ist gut. Ja, genau. Also ganz, ganz wichtig, Doms will damit jetzt natürlich nicht sagen, dieses Spiel hat das alles angefangen, aber dieses Spiel ist halt aus der Ära, in der es alles angefangen hat. So, das heißt, diese ursprüngliche Ideenfindung hat in dieser Zeit stattgefunden und ist hier natürlich genauso drin wie in Heroes. Ja. Genau. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig zu sagen. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch Bock bekommen, mich mal wieder an Heroes dran zu setzen. Ich weiß noch, ich habe auch ein Spiel gespielt damals, das hieß Etherlords. Das kam ein bisschen später, was auch in diese Richtung ging. Das fand ich auch sehr interessant. Das hatte dann irgendwie so eine Kartenspielfunktion noch mit drin in den Kämpfen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktionierte. Habe ich auf jeden Fall auch mal wieder Bock drauf. Aber jetzt will ich mir auch die Heroes Games nochmal angucken, um wirklich Vergleiche ziehen zu können. Aber also ich habe auch mal wieder Bock. Ich habe immer wieder mal so diese Flashbacks gehabt, wo ich dachte so, oh, irgendwie war das eine ziemlich schöne Zeit. Ich würde das gerne einfach mal wieder ausprobieren, weil es fordert ja einen trotzdem immer noch. Ne? Das ist ja nicht unbedingt einfacher geworden, nur weil man älter geworden ist. Ist ja, bei dem Spiel dachte ich mir auch manchmal so, was kann ich da machen, damit es besser wird? Irgendwie, man hat ja jetzt diesen Anspruch und will es einfach effizient durchziehen. Ja. Und es funktioniert nicht immer, da ärgert man sich. Man ärgert sich. Ich weiß ja nicht, Doms, wann kommt jetzt der Speedrun, die Berg-Clan-Saga in 15 Minuten? Wann? Ui. Wann? Ui, ganz, ganz spät. Das ist eine gute Frage. Ab November kannst du ja streamen, also lass den Grind beginnen. Ab November gibt's Disciple Speedruns bei Doms. Ach du Scheiße. Ja, das wirft ja mein ganzes Konzept um, aber lässt sich vielleicht mal einrichten. Aber bevor der Grind losgeht, würde ich sagen, sprechen wir drüber, was es nächste Woche geben wird. Nächste Woche gibt's einen Wunsch vom Cybot, ne? Vom Tobi, der hat sich gewünscht, dass wir uns Conker's Pocket Tales angucken. Das ist eben jener Conker aus Conker's Bad Fur Day, allerdings in seiner ursprünglichen Fassung. Ja? Bevor Conker seinen Bad Fur Day hatte, das ist quasi der Conker, der noch für Kinder wirklich war, der noch in Diddy Kong Racing auch drin ist. Nicht der biertrinkende, verkaterte Conker. Und das schauen wir uns nächste Woche an. Der Fame hat dich verändert. Alle sagen das. Ja. Alle sagen das. Der Fame hat dich verändert. Nein, Tobi, du nicht. Wahrscheinlich, der andere Tobi. Du bist ja nicht der Cybot. Du bist der Ton-Tobi. So ist es. Du bist ja Ton-Tobi, genau. Ich habe dich gerade unterbrochen. Was wolltest du sagen? Ich habe es, glaube ich, damals mal auch kurz vage auf dem Gameboy gespielt. Deswegen. Also ich glaube, ich verstehe den Frust, der dahinter, hinter dieser Intention war, hinter diesem Wunsch. Ja, und es ist ja auch ich habe auch Lust, mich da ein bisschen reinzulesen, wie es zu dem Bad Fur Day kam und so. Aber da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Wieder am Donnerstag, wieder um 20 Uhr. Ich hab Bock und vor allem, das Modul kostet nicht viel. Ich bin ja davon weg, Geld für Spielmodule auszugeben. selten Wertanlage. Kein Bock drauf, sondern das kostet irgendwie 7 Euro oder so. Die investiere ich gerne noch in ein Gameboy Color Spiel und insofern freue ich mich da schon drauf. Ja, genau, das kann man noch machen.
Und ja. Genau, da kostet ein 25 Jahre altes Spiel halt nicht mehr als ein Vollpreistitel heute. So viel dazu. Wort zum Donnerstag. Aber, super. Freunde, die Musik hat geloopt, das ist ein Zeichen. Ich bedanke mich bei dir, Doms, für deine Zeit. Für diese schöne Sendung wieder. Ich hatte Spaß. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Schreibt doch gerne in den Discord oder in Kommentare oder wie auch immer, ob ihr das Spiel gespielt habt, wie ihr das Spiel findet, ob ihr es interessant findet. Vielleicht kommt ja jetzt sogar jemand auf die Idee, auf Good Old Games zu gehen und es sich auch zu holen. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht gibt es ja sogar einen Weg, das irgendwie online gegeneinander ans Laufen zu kriegen. Da gibt es ja Mittel und Wege irgendwie, Dinge zu tun. Vielleicht hat ja mal einer Bock, eine Runde zu verkacken gegen Doms und oder mich. Oh, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage, Leute. Und würde ich sagen. Lesen wir uns entweder im Discord. Achso, genau. Ich würde mich über Feedback freuen, über diese Show, über GameStorming Live, was ihr darüber denkt. Wenn ihr das in den Feedback-Channel im Discord schreiben würdet, ein paar Zeilen so oder halt nur eine. Und wenn ihr auch nur schreibt, fand ich cool, oder wenn ihr sagt, irgendwie kacke. Ja? Daumen sind auch okay. Daumen sind auch okay. Einfach irgendwie Feedback, immer geil, immer schön. Denn es ist jetzt Ausgabe 8 und wir haben gesagt, wir machen erstmal 10 Ausgaben und dann machen wir mal die große Feedback-Leserunde quasi und gucken, wie wir die Sendung noch verändern, verbessern, vergeilisieren können. Und das steht bald an. Deswegen immer gerne raus damit. Und jetzt macht euch noch einen schönen restlichen Feiertag heute. Nicht wahr? Einen schönen restlichen Donnerstag. Morgen ist schon wieder Freitag. Dann ist bald schon wieder Wochenende. Also. Ja. Was soll man sagen? Was soll man sagen? Ich verabschiede mich. Du auch? Weiß ich nicht. Ich sag auch. Tschüss. Und dann würde ich einfach sagen, Freunde, macht das gut und auf Wiederhören, Wiedersehen, wie auch immer. Exes sind aus, Freunde. Hugs sind Kisses.